Moinsen Leute, heute bin ich mal allein unterwegs. Christian ist noch im Urlaub und wir wollten ja für Sommerfest nochmal was, ich sag mal, was Besonderes auf den Weg bringen. Und jetzt haben wir den weiten Weg gemacht in den westlichsten Punkt quasi der Republik, also einen Steinwurf noch darüber. Und wir sind in Holland. Ja, wo sind wir heute? RT Diorama, sicherlich schon mal gehört, also schon wer mit Dioramen zu tun hat oder an sowas interessiert ist, wird an dem Namen nicht vorbeikommen. Und wir wollen heute mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie werden solche Gießkeramik-Sachen überhaupt gemacht, wie kommen die Ideen dazu. Ja, wir schauen uns das mal an. Ich klopfe mal an, ob uns Einlass gewährt hier. Rudi, moin! Hallihallo! Schön, dass du uns hier willkommen heißt. Ja, gerne. Wir wollen uns mal angucken, was du hier so zu bieten hast. Dann mal rein in die gute Stube. Schauen wir mal rein. Kommt mal mit. So, das ist der Tom. Hallo. Und da kommen wir mal weiter hier rüber, dann kann ich mir ein paar investigative Fragen stellen. Ja, Inhaber RT Diorama, du noch Mitarbeiter? Ja, ich mache das Design und so. Du machst das Design? Ja. Erzähl doch mal kurz, wie ist es zu RT Diorama gekommen? Wann ist das passiert? Bist du morgens aufgewacht, hast du gesagt, so jetzt mache ich RT Diorama? Oder ich sag mal, nach der Schule hast du sicherlich erstmal einen normalen Job. Ja, einen ordentlichen Job. So ist das. Also ich habe eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, habe dann viele Jahre als Einkäufer gearbeitet und zum Modellbau bin ich gekommen, wie im Prinzip jeder, so als Kind. Fängt man an mit den ersten Flugzeugen und dann kamen die Panzer und später dann auch Dioramen, weil mich das immer schon fasziniert hat. Der nackte Panzer war mir einfach nicht genug. Da habe ich gesagt, da muss irgendwie was drumherum passieren. So, und dann ist man damit angefangen und dann hat man so die ersten Modelle selber entwickelt. Und dann ist daraus im Prinzip RT Diorama entstanden, so langsam. So, dass ich die ersten Sachen dann abgeformt habe. Als Gewerbe haben wir es seit... kann man das rausschneiden? So, jetzt sind wir eine Wache. Also ein Gewerbe seit... Seit über 15 Jahren haben wir das als Gewerbe angemeldet. Okay. Und so gut denn betreiben. Ja. So. Dann, und ist das Modell, was du gemacht hast, also gewerblich, weißt du noch, was das war? Ach Gott. Nee, kann ich ehrlich gesagt. Ich glaube, das war eine Bauernhausruine oder sowas. Das gibt es aber auch nicht mehr. Also die Formen sind auch. Die sind durch. Die sind am Ende und das gibt es nicht mehr. Ja. Jetzt mache ich seit ungefähr anderthalb Jahren im Hauptberuf. Mhm. Da haben wir uns einfach zu entschlossen, weil das so viel mehr geworden ist, dass ich mich da irgendwann entscheiden musste, was will ich machen? Will ich es immer noch als Nebenjob machen oder kümmere ich mich da im Hauptberuf drum? Und dann ist halt die Entscheidung gefallen. Das ja, sehr zu unserem Glück. Ja, genau. Und mein Sohn, der hilft mittlerweile auch kräftig mit. Ja. Der macht die ganzen neuen Konzepte, das ganze Marketing. Alles, was mit 3D-Druck zu tun hat. Ich wollte sagen, seit du dabei bist, ist ja mehr mit 3D-Druck. Ja, Lasern kann man so, war ja vorher schon so ein bisschen. Das genau, ist ja das, deutlich das mache ich. Worden. Genau, ja. Aber so die ganzen Feinheiten, 3D und können wir uns ja gleich auch mal angucken. Genau. Die ganzen Entwürfe und alles. Ja. Das macht er. Gut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal so Stück für Stück so die Entstehung eines Kunstwerks von euch durch. Ja, so von der. Ja, die erste Idee, man macht morgens auf und sagt, ja, wir bringen mal hier ein paar Laternen raus oder eine Wassermühle oder keine Ahnung. Genau. Da kannst du doch ja, mal genau. Also gehen wir mal hier rüber. Fängt natürlich alles dann bei der losen Idee an. Dann arbeitet man die langsam aus. Dann mache ich halt eben die ersten Konzeptzeichnungen. Ja, machst du per Hand alles? Ja, genau. Das wird zuerst mache ich ein paar lose Skizzen und dann arbeite ich das immer weiter aus. Ja. Ja, und dann fange ich halt schon teilweise an, am PC dann im CAD-Programm das auszuarbeiten. Hier zum Beispiel sieht man ja auch, ist jetzt auch mit 3D-Druckteilen. Mhm. Genau, das wäre jetzt das Mastermodell, was dann auch am Ende abgeformt ist. Okay. Wird. Und dann eben in die Form. Ach, meine Güte. Okay. Genau. Aber habe ich schon richtig verstanden, die 3D-Druckteile und Lasercut entstehen am Computer. Was ist mit den, ich sag mal, den Gießkeramik-Sachen? Wird das per Hand noch gemacht? Teils. Also wir können mittlerweile auch die Grundformen, können wir schon auch mit dem Laser machen. Okay. Das heißt, das entsprechende Material wird dann auf dem Laser gelegt. Das können wir schon relativ weit
auf dem Laser bearbeiten. Das heißt, dann muss es natürlich dann eine entsprechende NDXF-Zeichnung dazu geben. Und die Feinheiten, um jetzt nochmal Steinstrukturen rauszubringen oder Kleinigkeiten, also das passiert immer noch. Okay, aber ich habe da schon richtig rausgehört, früher hast du das alles per Hand gemacht. Früher ging das alles per Hand, ganz genau. Und seit gut zweieinhalb Jahren machen wir das auch auf dem Laser. Da ist man natürlich ein bisschen schneller, deutlich genauer. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Ausschnitte zu machen für Fenster, Türen etc. Ja, das, das ist jetzt auf dem Millimeter genauer, das passt alles. Ja. Wo man früher wirklich dann mit der Laubsäge dann arbeiten musste, das geht jetzt alles durch. Also schon jetzt eine Zeitersparnis im Jahr zu früher. Absolut. Ja, absolut. Und eben halt deutlich passgenau. Ja, das ist natürlich auch. Ja. Den Kunden freut's. Ja, wie geht es danach weiter? Wenn ihr das jetzt in die Form eingelegt habt, wird das dann in Silikon abgefüllt? Ja, genau. Also jetzt würde die Form entstehen, das wird dann in Silikon abgegossen zuerst, stehen gelassen und dann ist die Form eigentlich auch schon fertig. Okay. Das dauert ungefähr 24 Stunden, bis das Silikon durchgehärtet ist. Ja. Gerade so in der Größe auch, ja? Ja. Ja. Dann wird eben entnommen, das Ganze. Man holt das Mastermodell nach Möglichkeit wieder so raus, dass es nicht beschädigt wird. Das gelingt nicht immer. Ja, aber wenn der Druck erfolgreich war, dann ist es auch egal letzten Endes. Wie oft kannst du so eine Silikonform wiederverwenden, bis eine neue gemacht werden muss? Ja, die halten schon einige Jahre. Ja. Genau, mit einer Silikonform, wo ich Gips mit abgieße, dann mache ich 500, 1000 Abgüsse. Und das ist doch schon mal Minimum. Das ist doch schon mal super. Ja, weil Gips ist halt nicht so aggressiv wie Resin. Resin ist relativ aggressiv. Da hat man auch ganz feine Hinterschneidungen, wo sich das Silikon gerne mal hintersetzt und beim Entformen zieht man dann immer winzige Stückchen mit raus und das haben die Formen halt nicht so gerne. Ja. Ich habe es auch schon mal im Resin probiert, auch mit Gebäudeteilen, habe das aber ganz schnell sein lassen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht gut. Also neben Gips und Gießkeramik hatten wir auch mal Resin, da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Habt ihr denn momentan auch an Rohstoffknappheit irgendwie, merkt ihr da was? Oder ist das, das zum Glück so ein bisschen? Gott sei Dank nicht. Wir hatten zwischendurch, hatte ich tatsächlich wirklich Probleme, mal ein bisschen Gips zu bekommen. Hm. Ist aber momentan auch wieder ein bisschen entzerrt, das Ganze. Was immer mal wieder ein bisschen problematisch ist, ist Verpackung. Okay. Ja, weil die ganze Kartonagenindustrie, die läuft auch auf Hochtouren und die bekommen auch keine Rohstoffe. Ja. Da haben wir auch mal ein bisschen länger warten müssen, aber ansonsten, Gott sei Dank, relativ bisher noch gut dadurch. Cool. Ja. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Schritt, der folgt. Genau, also das wäre dann jetzt das Abgießen einer Form. Ja, ihr habt gesehen, es wird abgeformt und hier ist dann, bringt mal bitte hier runter. Hier sind dann die Silikonformen, die aus dem entstehen, was wir drüben gesehen haben. Nur man kann schon erkennen, dass die Negativform für einige schöne Sachen, so hier, da kommt der Kettensägenmann und macht hier jetzt das Gipsmassaker. Das, was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, war der angegossene Gips. Der ist erstaunlich verknüpft, das würde ich sagen. Okay. So, die Formen werden jetzt einfach gefüllt bis zum Stehkragen. Du hast auch schon so ein Gefühl, wie viel du für eine Form brauchst. Ja, im Großen und Ganzen schon. Ja, wichtig ist halt hierbei, dass man das wirklich relativ gleichmäßig, aber trotzdem zügig einschüttet, um eben so viel wie möglich an Blasenbildung zu vermeiden. Ich wollte gerade sagen, wir lassen es aber nicht ganz so schlimm wie beim Resin, wo man das wirklich entgasen muss. Ja, hier da muss man dann mit Unterdruck arbeiten oder mit ja. So, wo wir das jetzt übrigens gerade sehen, will ich noch was zum Sprechen kommen, was ja oft von Unwissenden kritisiert wird, nämlich dass die Innenteile von den von Wänden und so nicht detailliert sind. Ja, wenn man jetzt mal hinguckt, das ist gegossen, kriegt man natürlich keine Details hin. Es sei denn, dass man nachträglich noch anfängt, da mit das reinzuritzen, aber ich glaube, das wäre dann preismäßig nicht mehr zu bezahlen. Ja,
kann das halt technisch vom Produktionsprozess einfach gar nicht anders machen. Ja. Wir haben immer eine einzige Seite, die halt. Die dann aber auch sehr schön detailliert ist hier, ne? Jetzt müssen wir einen kleinen Augenblick warten. Wie lange dauert das jetzt, bis das trocknet? Oder du schiebst das in den Trockenschrank, ja? Ja, ich muss jetzt einmal warten, bis es angezogen ist. Wenn der Gips jetzt angezogen hat, dann kann ich es einmal abziehen, ne? Damit wir eine glatte Rückfläche bekommen. Und dann dauert es nochmal so 10 Minuten, bis was dann komplett entfaltet. Okay, es geht relativ schnell. Also wenn ich einmal umgegossen habe, abgezogen habe, kann ich im Prinzip schon vorne anfangen zu entformen. Okay. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit den Zuschauern mal ganz kurz den Unterschied zwischen Gips und Gießkeramik. Ja. Verknüpft viel. Genau, also die Gießkeramik verhält sich im Prinzip genau wie Gips von der Verarbeitung her. Es wird also mit Wasser angerührt, wird hier auch genauso vergossen wie der Gips. Die Gießkeramik ist nur deutlich härter, widerstandsfähiger, schwerer ist er auch. Okay. Ist etwas schwieriger zum Bearbeiten, wenn man so mechanisch bearbeiten möchte, jetzt wenn man noch zusätzlich was gravieren will. Aber ansonsten verhalten die sich beide gleich. Also das heißt beim Anmalen oder beim Verkleben, da ist kein Unterschied zwischen Gips oder Keramik. Ja. Keramik ist halt nur deutlich bruchsicherer. Und teurer. Und teurer, natürlich. Da ist die Rohmasse ist schon, kostet schon, ich glaube das, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube das Fünffache vom Gips. Mindestens. Klar. Also der Rohstoff. Ja, schon klar. Und das Problem ist, die Gießkeramik wird lange nicht so schnell hart in den Formen. Also braucht eine deutlich längere Ausherzeit. Ja, also der ganze Prozess ist mit Gießkeramik deutlich langsamer, als er jetzt beim Gips ist. Alles klar. Daher entsteht auch der entsprechende Preis. Ja. So, jetzt sind Sie da drin. Okay, jetzt sind wir so weit, dass wir das abziehen können. Ja, fast was wie beim Bäcker, ne? Ja, das nur nicht so lecker. Kannst du mal probieren. Noch, lass mal. Ich muss auch fahren. So, damit haben wir dann eine saubere Rückseite. Hast du einen. Und das wandert jetzt in den Trockenofen? Das muss jetzt erst nochmal in der Form verbleiben, okay. bis es so weit durchgehärtet ist, dass es entformt werden kann. Wie lange dauert das etwa? 10 Minuten, Viertelstunde. 10 Minuten. Wollen wir zum Trockenschrank gucken? Ja. Was denn quasi der nächste Schritt davon ist? Genau. Also du könntest sie theoretisch auch so trocknen lassen? Man könnte die auch so trocknen lassen. Das dauert jetzt eine Woche. Eine Woche? Okay. Mindestens. Ja. Es kommt immer auf die Luftfeuchtigkeit drauf an. Ja. Ne? So, ja. Aber ansonsten kommt es hier in den Ofen, da wird es in so Boxen reingetan und dann kommt es in den Ofen und wird da nochmal durchgetrocknet. Bei knapp 50 Grad? 50 Grad knapp für 2 Tage. Ja. Also der ist jetzt auch nicht voll, aber im Normalfall ist der ganze Wagen voll. Ja. Und dann dauert es ja gut 2 Tage. Sehr schön. So, nachdem das Ganze aus dem Trockenofen gekommen ist, wird jetzt hier was gemacht? Dann werden die Teile im Prinzip sortiert in den einzelnen Boxen und werden dann satzweise, je nachdem was für ein Artikel das ergeben soll, zusammengestellt. Dann kommen später die entsprechenden Beipackteile dabei, wie Laserkartteile etc. Und dann geht es in die Verpackung. Das macht ihr alles hier dann? Das wird alles hier gemacht. Okay, ist das also schon gerade Verpackung, gibt es die auch? Ja, das ist alles schon fertig. Das ist schon fertig. Also das hier ist alles fertige Ware. Der Modell Wars Family, ja? Alter. Ja. Ja, da haben wir die Kapazitäten jetzt auch aufstocken können. Aber sag, früher hast du ja immer gesagt, so, das dauert. So, und genau, das und jetzt geht es mittlerweile schon schneller. Das ja, weil wir natürlich den Lagerbestand dann ordentlich aufgebaut haben. Ja. Ja. Sehr schön organisiert hier. Und ganze Kartonagen habt ihr dann auch hier immer griff. Ach, hier unten. Alles griffbereit. Alles griffbereit. Und Quizfrage: Wie viel Luftpolsterfolie verballert ihr so im Jahr? Das sind ungefähr 300 Meter im Monat. 300 Meter im Monat? Ja, na gut. Aber da geht ja. Also, es sind im Jahr dann, weiß ich nicht, 3,5 Kilometer oder so. Die Luftpolsterfolie, ja. Folienindustrie ist stolz auf euch. Ja, absolut. Wir verschicken ja tatsächlich auch weltweit und das kommt wirklich,
sehr selten vor, dass sich mal jemand meldet, dass das Bruch hat oder so. Aber spricht ja für eure Verpackungsqualität. Ja, wie gesagt, wir arbeiten da immer dran und ja, der Kunde soll natürlich ein fertiges Produkt erhalten, ja, kein kaputtes. So sieht das aus. Gut, dann sind wir quasi mit den Gießkeramik-Sachen durch. Wie sieht das aus mit Lasercut? Wo macht ihr sowas? Ja, das, da haben wir eine andere Räumlichkeit, wo der Laser steht. Da können wir jetzt gerne mal rüber gehen. Gut. So, jetzt kommen wir zu dem anderen spannenden Teilbereich von Atelier-Jungermann, nämlich Laser 3D-Druck. Genau, also das ist die Laseranlage, das ist eine 80 Watt CO2 Laseranlage der Schutzklasse 1. Okay, also keine Open Reinheiten, ja? Ja, die ist so abgesichert, dass nichts passiert. Ja. Das ist relativ wichtig, da wird nämlich nicht immer besonders gut drauf geachtet. Ja. Was schneidet ihr so maximal an Material? Also bis 1 cm und das schon ganz ordentlich. Das ist schon, ganz ordentlich. Das kommt natürlich aufs Holz drauf an. Ne? Also eine Eichenbude ist schwierig. Ja, aber wenn es ein relativ leichtes Holz ist, da kann man das halt. Ja. Magst du mal zeigen, wie so die Entstehungsgeschichte von so einem Lasercut? Genau. Also wir haben hier ein Programm. Ich habe da schon mal was aufgerufen. Ja. Das ist jetzt das, was wir jetzt machen. Das ist also so ein Beipack, auch für das Haus, was wir gerade abgegossen haben. Ah, ja. Ja, für das Set. Okay. Das sind die Tore, die Fenster, die Türen, ja, alles, was dazugehört. Und das kann ich jetzt mal starten. Dann brauche ich mal zwei, alles 2 mm. Okay. So, dann müssen wir den hier fokussieren. Der braucht eine ganz bestimmte Höhe, einen ganz bestimmten Abstand zum Material. Mhm. Weil ein Laserstrahl ist ja gebündeltes Licht. Und der ist, man muss sich das vorstellen wie ein X, was da rauskommt. Und wir müssen die Stelle treffen, wo das X sich quasi kreuzt. Die dünnste Stelle. Die dünnste Stelle. Fahren wir den mal. Muss ich aber die Klappe zumachen. Ganz von oben. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Ich muss einmal die Luft anschalten und die Absaugung, damit die ganzen Rauchgase nach unten abgesogen werden. Und dann geht's schon los. Was der jetzt macht, sind erstmal nur die Gravur, die da reinkommt. Das kann man schrittweise, das kann man hier sehen. Jeder Arbeitsschritt hat eine eigene Farbe und dem kann ich eigene Parameter zufügen. Das heißt Geschwindigkeit und Leistung. Und darüber kann ich das. Also auf der Durchschneidung. Ob der durchschneidet oder die da jetzt nur anreißt, das Ganze. Okay. Und der arbeitet jetzt im Prinzip erst alles, was rot ist, ab. Und danach wird dann das Farbenblau abgearbeitet und so weiter. Und ganz zum Schluss schneidet er das ganze Teil an. Ja. Die ganzen Teile aus. Der Hafenplan, oder? Ja. Genau. Wie viele einzelne Teile sind das jetzt? Ungefähr? Ja. Wie lange hast du da gesessen? Schwer zu sagen, ich habe vor 2 Jahren angefangen, für immer mehr dazu gemacht. Für mehr Zeit war das? Ja, jetzt haben wir ja den 3D-Drucker, also konnte ich jetzt auch 3D-Teile dafür machen, die mittlerweile sind. Ja. So, wir haben ja beim Interview gerade den Tom ein bisschen übergangen, was den Werdegang so angeht. Was hast du denn in der Schule gemacht? Bist du gleich hier eingestiegen oder? Ja, nebenbei, sag ich mal, jetzt studiere ich noch nebenbei industrielles Produktdesign. Also das kommt dem Ganzen genau richtig. Genau, das kommt dem Ganzen natürlich auch sehr zugute. Also da habe ich auch viel gelernt, was ich direkt hier anwenden kann. Okay. Und ja, so mache ich dann ja direkt die Sachen. Du machst hauptsächlich den ganzen Computer, Klumpasch, das Design. Genau, so die ganzen neuen Konzepte und Formen, die wir machen.
macht irgendwie die Mastermodelle, das 3D-Drucker. Ja, gerade zu dem 3D-Druck, das ja für viele, die mit Computern nichts zu tun haben, können damit nicht anfangen. Oder kannst du so ein bisschen was dazu sagen, was man da als Grundvoraussetzung mitbringen muss, damit man sagt, jetzt mache ich was mit 3D-Drucker? Oder? Ja, also als erstes sollte man natürlich erstmal ein CAD-Programm beherrschen, also dass man erstmal die Modelle auch erstellen kann. Wie gesagt, da scheitert es noch viel schon. Ja, es gibt einige Sachen zum Downloaden, aber man hat ja nie die richtigen Teile, die man genau braucht. Also man sollte schon die 3D-Teile auch selber erstellen. Ja, und das ganze 3D-Drucken ist gar nicht so das Problem. Also da kommt man relativ einfach rein. Ja, aber ich sag, die Modellierung ist eigentlich der Hauptpunkt. Ja. Und jetzt zum 3D-Druck, wo siehst du da, wo geht das hin im Modell vor? Ich meine, das ist ja jetzt noch so ein bisschen Nischenprodukt für Zubehör. Denkst du, das ist denkbar, dass man sich, was weiß ich, 10, 20 Jahre nur noch ganze Datensätze runternehmen und gar nicht mehr in den Laden geht und sich einen Bausatz kauft, sondern einfach die ganze komplette Bausätze sich druckt, oder ist das eher unrealistisch? Ich würde nicht sagen ganze Bausätze, weil gerade der Spritzguss ist schwierig da mit 3D-Teilen zu ersetzen, gerade die größeren Teile bei einem Panzer oder einem Flugzeug hat man ja relativ große Teile, das ist dann schwierig, aber gerade die einzelnen Teile, die Detaillierung, auch denke ich mal, vieles dann nur noch als Option. Bist du dann noch Potenzial anregend, 3D-Druck, das noch kommen kann, im 3D-Druck, das glaube ich noch besser, noch sinnvoller für den Modellbauer macht, oder ist das quasi schon am Ende seiner Fähigkeiten? Ja, ich würde sagen, das ist gerade erst ganz am Anfang. Dann, ja. Was kann noch machen? Was kann den Modellbauer noch so verzögern, dass er sagt, geil, das ist ja noch besser als 3D-Druck früher? Ja, also jetzt haben wir ja schon den SLA-3D-Druck, also da, wo das aus dem flüssigen System rausgezogen wird und nicht mehr einzeln über FN draufgelegt wird. Ja. Das ist natürlich schon sehr präzise. Ich denke, das wird auch noch präziser werden. Ich bin jetzt auf 0,01 mm schon runter. Es wird aber, denke ich, noch präziser gehen. Und die Fläche ist natürlich jetzt gerade noch relativ beschränkt. Also die Platte, auf der das gedruckt wird, ist 12 cm in der Länge und 8 cm in der Breite. Ist natürlich keine große Fläche. Also da denke ich, kommen größere Anlagen und vielleicht auch automatisierte Anlagen, die dann das fertige Teil schon direkt. Danke also für den kleinen Einblick. Ich denke, wir werden da gleich noch ein bisschen was sehen. Ja. So, ihr dürft raten, was jetzt kommt. Wir gehen hier quasi in die heiligen Hallen des 3D-Drucks. So. Ja, genau. Hier stehen eben unsere Drucker. Mit dem machen wir hauptsächlich die meisten Teile. Das ist der erste, den wir hatten. Der geht nicht ganz so präzise, also sind wir auf den umgestiegen. Okay. Auf den mache ich jetzt noch für die Mastermodelle viele Teile. Also wir haben vorne einen Torbogen liegen mit kleinen Heiligenfiguren. Die habe ich mit dem Drucker hier gemacht zum Beispiel. Ja, das sind beides SLAs, ja? Genau, das sind beides SLA-Drucker. Hier sind dann schon die fertigen Teile dran. Ah. Ich finde das ja höchst faszinierend, was man alles machen kann, wo man sich früher mühsam aus dem Resinklotz und einem Messer die Sachen rausgeschnitzt hat. Aber ja, wie du schon sagtest, ohne Computerfertigkeiten nützt der schönste 3D-Drucker. Ja. Das heißt, für mich wäre das nicht. Ja, das heißt, drüben am Rechner hast du die Sachen designt. Ja, genau. Nimmst du mit einem USB-Stick hier rüber. Ja. Und dann. Dann geht's schon los. Dann geht's quasi schon los. Aber das ist ja nicht alles. Du musst ja sicherlich irgendwie. Resin einfüllen oder was frisst der? Ja, genau. Der hat hier spezielles UV-Resin, mit dem wir drucken. Und an sich ist das natürlich auch eine gewisse Sauerei, sag ich mal. Also man muss viel mit Alkohol rumhantieren, mit Isopropanol. So, keine Sorge. Dachte zum Trinken. Für die Leute, die 3D-Drucker gar nicht kennen, kommen wir noch mal kurz hier rüber. Wie man sich vorstellen kann, also hier unten ist das flüssige Medium drin. Genau, diese Platte fährt runter. Ja. Und was passiert dann? Unter dem Becken hier ist jetzt ein LCD-Display, also wie bei einem Handy. Ja. Und da wird dann Schicht für Schicht genau der Umriss beleuchtet. Also genau das, was beleuchtet wird, ist und dann auch die harte Schicht. Und der wandert dann einen Schritt nach oben. Genau, der geht dann und belichtet die nächste Schicht. Ja.
Das ist faszinierend. Wie hält das da oben an der Platte dran? Die ersten Schichten werden länger belichtet, dass die also wirklich schon knochenhart sind. Okay, okay. Und die anderen Teile werden dann nur 2 bis 3 Sekunden belichtet. Alles klar. So. Und dann trennst du die Sachen ab und dann machst du was damit? Genau, die werden dann mit dem Spachtel abgelöst. Und dann kommen die erstmal grob gesäubert im Alkoholbecken. Genau, dann abgetropft und dann kommen die nochmal in die Waschmaschine. In die Fritteuse hier. Ja. Genau. Der Weg nach Holland ist nicht weit. Ja. Genau, und dann aus der Waschmaschine werden die einfach abgetrocknet, dann also trocknen lassen. So ist dann quasi das fertige, genau, das versäuberte. Das fertige, saubere Treibgut. Und wir sehen da jetzt was genau? Das sind jetzt Halterungen für unsere neuen Regenrinnen. Ah, sehr gut. So, ich sehe, du stehst da schon am Magazin mit den fertigen Sachen, wo man sich groß damit hin kann für die. Ja, aber das wächst und gedeiht sicherlich auch noch, ne? Ja, da kommen dann immer vorübergehend die fertigen Teile rein und dann gucke ich, dass ich sie relativ schnell abpacke direkt. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Und den ganzen Gießkeramik, Laser und 3D-Druck werden auch, ich sag mal, farbige Sachen gedruckt. Ist ja für ein Diorama auch immer eine schöne Sache. Ne? Kirchenfenster, wer bemalt das schon selber so, das ist ja schöner, das dahinter zu kleben. Und RT-Diorama hat wirklich mittlerweile ein riesen Sammelsurium an verschiedensten Schildern, Plakaten. Ja, hier sind jetzt schon mehr diese Lasercut-Teile, ne, diese Kabeltrommeln, verschiedene Dächer, Schränke, Kaninchenställe. Also wirklich, der Name ist hier wirklich Programm, Dioramen in allen Formen und Farben. Beziehungsweise der Dioramenbauer wird hier in allen Formen und Farben zufriedengestellt. Und kannst du hier noch einmal über die ganzen Fenster, die es auch gibt. Also wer das MBK-Sortiment kennt, weiß, wir haben nicht alles im Programm. Es ist auch wirklich schwer, da sich wirklich auszusuchen, was geht nicht. Also falls ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt uns einfach. Dann nehmen wir das auch noch mit auf, ist ja kein Problem. Aber so aus dem Nichts heraus entscheiden, ist immer schwierig. So, jetzt kommen wir zum Highlight und zum Wichtigsten des Ganzen überhaupt. Wie sieht sowas am Ende eigentlich überhaupt aus, wenn ein paar Experten das zusammengebaut und bemalt haben? Und hier haben wir einen kleinen Showroom von der RT-Diorama und ihr seht, das Ganze macht fürs Auge einfach deutlich, deutlich mehr her, als wenn man einfach nur Panzer auf eine Platte stellt. Und allen voran, mein persönliches Highlight natürlich neben dem riesen Fabrik-Diorama ist das gute Stück, das ist, ja, ich will nicht immer geil sagen, aber tut mir leid, ist so ein schöner Hafenkram. Das ist wirklich phänomenal. Vielleicht mit ihr noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wie lange hat ihr an diesem großen Fabrikdiorama rumgewerkelt? Ja, oder wer hat das überhaupt gemacht? Das hat er zum größten Teil gemacht. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich kann aber tatsächlich überhaupt nicht das in Stunden beziffern. Ja, aber weil das. Man macht immer mal, wie man gerade Zeit hat. Man gerade Zeit hat. Also das ist über auch mehrere Monate gelaufen. Also war kein Wochenende. Nein, das ist kein Wochenende. Wer von euch beiden macht denn hier den Plastikmodellbau? Ja, das mache ich größtenteils. Ah, mittlerweile. Ich habe mich ausgeklinkt, weil es reicht nicht mehr, was ich da mache. Da jetzt auch nochmal die Frage, was ihr auch im Interview vergessen habt. Wie bist du denn zum Plastikmodellbau gekommen? Hat Vater gesagt, hier, mach mal, tu mal? Ja, oder hast du gesagt, ich möchte jetzt auch mal? Ja, der Keller steht natürlich voll mit Vitrinen. Ja. Und natürlich kriegt man da auch als Kind eine gewisse Faszination dann für mich. Ja. Und ja, dann bin ich selber damit auch angefangen. Ja. Weil meistens ja, dass sie das als Kind gemacht haben, da kam eine Phase von interessiert mich nicht mehr und dann kommt es plötzlich auch einmal wieder. Ja, das bei dir auch so? Das hatte ich auch so ziemlich so. Also ich glaube so mit 16, 17 habe ich dann wieder richtig angefangen, da war ein paar Jahre nichts. Ja. Und ja. Ja, offenbar scheint das normal zu sein. Gucken wir mal hier. Dieses. Gerade mit Bogen und Wasser finde ich ja mal richtig, richtig gelungen. Was nehmt ihr für die Wasserdarstellung? Ah, das sind fertige Produkte von AK oder M. Echt? Ja. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Genau, auf der Seite sind eben die ganzen Sachen, die wir schon im Sortiment haben und auf der anderen Seite sind dann die Neuheiten und die bald kommen. Wie ist denn der Ausblick von RT-Diorama so für dieses. Nee, es ist ja spannend. Gibt es schon irgendwas, was du verraten kannst?
wo es hingeht, was... Ja, also was wir jetzt ganz kurzfristig in Planung haben, das erste Stalingrad-Diorama haben wir ja rausgebracht, das kleine. Ja. Das ist, ich sag mal, das mittelgroße. Ja. Und dann haben wir da vorne in Einzelteilen, das ist dann nochmal ein großes. Das, das ist alles Fabrikruinen zum Thema Stalingrad. Okay. Das ist jetzt quasi das Neueste oder wie auch immer. Das Neueste, was jetzt gerade in der Mache ist. Genau. Das wird jetzt also aufgebaut, fertig gemacht. Wir brauchen ja auch immer ein Anschauungsobjekt. Klar. Ja, und das ist jetzt gerade in Arbeit. Sehr cool. Ich glaube, auch noch Wassermühle ist tatsächlich genau wie eine Windmühle, alles schon im Hinterkopf. Mit dem Laser ja jetzt auch machbar und mit den 3D-Druckteilen, wo es vorher immer so ein bisschen gehapert hat. Ja. Aber das ist definitiv auch im Hinterkopf. Wir haben hier noch, vielleicht kann man das gar nicht so gut erkennen, was es darstellen soll. Es ist also eine Verladeszene, das ist ein Pier und das ist eine angedeutete Bordwand. Ja, wenn das Ganze nochmal angemalt ist, detailliert worden ist, sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Das finde ich mal eine geile Idee. Da muss aber erstmal drauf kommen. Ja, ich glaube, wir sind damit am Ende dieser wunderschönen Führung hier. Ich fand das, Rudi, ich fand das wirklich hochinteressant. Ich habe mir zwar schon mal schon Gedanken gemacht und habe ja auch schon viel mit Resinguss gesehen, aber das ist jetzt doch nochmal ein ganz anderer Schnack. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, das war hochinformativ. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, diesen Einblick zu bekommen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was da alles an Arbeit drin steckt und allein die ganze Zeit, die da mit Warten und Design und sowas passiert, da steckt sich dann auch irgendwo alles in dem, viele sagen immer, oh Gott, das ist so teuer. Ich sage nur, macht's mal selber und rechnet die Zeit ordentlich ab, dann wird's erst richtig teuer. Ne? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und ich denke, wir sehen uns demnächst bestimmt mal wieder bei der einen oder anderen Lieferung. Mit Sicherheit. Alles klar. Macht's gut und bis bald.